Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Max. In der letzten Folge haben wir das Spiel begonnen, in dem ich 7 Minuten lang geredet habe und alle zu Tode gelangweilt habe. Und ja, ich habe mich schon wieder versprochen. Irgendwie, weiß ich nicht, ich habe es heute voll drauf. Keine Ahnung. Was ist passiert? Wir haben die Kontrolle über Roxas genommen. Den Kollegen hier mit dem blauen Knüppel, den wir jetzt nur zur Hälfte sehen. Wir sollten uns eine Waffe aussuchen, um gegen Cypher zu kämpfen, weil der irgendwie jedem gesagt hat, wir hätten deren geklaut. Und ja, deswegen denken alle, wir haben deren geklaut. Und um unsere zurückzukommen, müssen wir ihn vielleicht oder vielleicht auch nicht bekämpfen. Und ja, deswegen kämpfen wir jetzt. Und ja, er ist hier und ich bin hier und ich hau ihn jetzt aufs Maul. Puff. Nachdem du einen Gegner mit einem Angriff getroffen hast, setzt deine Attacke fort, um mächtige Kombos auszulösen. Drücke X in schneller Folge. Habe ich gerade gemacht. Konter ihr Angriff eines Gegners mit deinen eigenen, um sie zu parieren und wirkungslos verpuffen zu lassen. Diese Aktion ist auch als Verteidigungsstrategie sehr lustig. Come on. Quit playing around and fight. Gleiche Kampfpose wie aus Final Fantasy 8. Besiege Cypher. Kein Problem, boah, die Kamera, ne? Oh, komm her. Denkst du etwa lässig zu kämpfen mit dir was bringen? Uff. Wir nur am Rumspielen. Ist das nicht romantisch? Der Satz macht sogar Sinn, wenn man Final Fantasy 8 gespielt hat, in seinen romantischen Traum. Im Deutschen macht das irgendwie nicht so viel Sinn. Aua. Nein, ich wurde mal getroffen. Dafür musst du jetzt sterben. Sehr gut. Den Kampf hätte man aber auch verlieren können. In dem Fall hätten die ein Foto gemacht, wie Roxas am Boden liegt, während Cypher ihn erlegt hat. Nur so zur Info. Und ja, was war das? Ja, natürlich der Dieb. Das Ding sieht schon ein bisschen paranormaler aus. Das könnte vielleicht in der Lage sein, unsere zu klauen. Okay. Kann ich jetzt sie? Nein. Warum? Komm her. Weiß man nicht, warum ich etwas verfolgen sollte, was irgendwie sich so bewegt und ein bisschen gefährlich aussieht, aber okay. Machen wir einfach. Das alte Herrenhaus, das kennen wir auch. Mein Gott, wir kennen alles hier in dem Spiel. Müssen wir gar nicht das Spiel spielen. War übrigens am Stehen. Wir haben euch erwartet, Meister. Okay. Kämpfe gegen den mysteriösen Gegner. Kein Ding. Geht nicht. Tschüss. Kann ich kämpfen. Aber ja. Ich kann nicht gegen den kämpfen, der macht was. Dreieck. Stellungsspiel. Autsch. Wupp. Mein Gott. Hätte ich hier ein Holzschwert. Wie kam ich auf diesen Gedanken? Ein Schlüssel sieht man noch. Warum der so groß ist, ne? Immer noch besser als ein Knüppel. Ich siege einen mysteriösen Gegner. Ja, das hat mich was mehr erinnert. Select Ego-Perspektive. Ja, wenn man jemand anvisiert, bringt das irgendwie nichts mehr. Das ist irgendwie doof. Aber so zu spielen. Weiß ich nicht. Hier ist die Kamera richtig. Macht doch gar keinen Sinn.
Yep. Wuff, wuff. Ha, 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 ha. Ah, General und Kuhn auf zusammen, die der Gegner fallen lässt. Oh mein Gott. Nachdem sie besiegt werden. Gelbe Geldkugeln bringen Taler und grüne Kugeln laden die Lebensenergie wieder auf. Schnapp sie dir alle. Okay. Und da sind unsere... Nehme ich an. Ja, die Musik ist ein ganz klein bisschen verändert, oder? Glaube ich. What's this? I was his first customer after he took over the shop. So we took a picture together. Ich denke immer irgendwie dieser Typ ist ein Deutscher. Oh. Hey, you just said photo. So, Roxas, tell us about the picture thief. Not much to say. The pictures were just lying there. Then how do we prove we weren't the ones who took them? It's a girl. You look happy, Roxas. Do not. So, like, anybody else notice that all the stolen pictures are of Roxas? Oh. So that's why everyone thought it was us. And Cypher didn't go on accusing us after all. Are they really all of me? Yep. See? Look. Hey. Right? Every single one. Wouldn't it be weird if the thief wanted to steal the real Roxas or something? Come on, get serious. Why would anyone want to steal a bonehead like Roxas? Oh, thanks. Habe ich jetzt ein bisschen verwirrt. In der deutschen Version wurde irgendwie das Wort Erinnerung gestohlen. Ja, ist das einfach nur Foto. Was soll denn das? Ist ein bisschen simpel. Okay. Where am I? Who's there? Who are you? Restoration at 12%. Aha. Ne? Organization miscreants. They found us. But why would the nobody steal photographs? Both are nothing but data to them. The fools could never tell the difference. We are running out of time. Namine must make haste. Da hat man Sora gesehen auf dem Bildschirm. Hab ich auch noch nie gemerkt. Oh mein Gott. Mehr Flashbacks. What happened to my home? My island? Riku? Kai? Who are you? They will come at you. Ist echt niemand, Kairis Namen aussprechen darf in dem Spiel, ne? Moin, Chain of Memories. Meist zensierte Namen in Kingdom Hearts. We can go to other worlds on our vessel. Sora, go with them. Especially if you want to find your friends. Name's Goofy. I'm Sora. I'll go with you guys. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's right. The Keyblade. Deswegen kommen sie auch so voll auf das Schwert los. But the boy is a problem. He found one of the keyholes. Habe ich irgendwie noch nie verstanden. Die fürchten das Schlüsselschwert und gehen voll auf das Schlüsselschwert los. Was? A key blade?
Der zweite Tag. Mein Gott, sind da viele Sterne in seinem Zimmer gewesen. A Keyblade. What was that about? Oh. Au. Ich gehe jetzt. Sorry about that. Er wollte sich nur mit Roxas unterhalten, hat einfach einen Stock abbekommen. Da wäre ich auch beleidigt. Oh Gott. Thanks. Do you guys think we'll always be together like this? I sure hope so. Huh? Where did that come from? Well, you know, just thinking out loud. Well, I doubt we could be together forever. But isn't that what growing up's all about? What's important isn't how often we see each other, but how often we think about each other. Right? Get that off a fortune cookie? That's it. No more. Warum ist denn sein Stil so lang? Man, so he's turning out to be a drag. Ich hätte auch gerne Eis, ey. Warum ist das so heiß im Sommer? You know what it is? We don't want summer vacation to be over. That's all. So, how about this? We all go to the beach. Why do we go to the beach? Because we haven't gone once this entire vacation. Blue seas, blue skies. Let's just get on the train and go. No? Oh, come on. Maybe you forgot, but we're broke. Maybe you forgot. Ja, I'm a teenager. Teenager sind immer knapp bei Kasse. Gehe zu dem Licht, damit das Situationskommando Speichern auftaucht. Drücke Dreieck, um das Speichermenü aufzurufen, wo das Spiel speichern kann. Ja. Muss man aber noch nicht. Würde ehrlich gesagt noch nicht zeigen, weil ich weiß nicht, wo ich mal gespeichert habe. Wahrscheinlich habe ich auf den ersten Plätzen gespeichert, wie jeder andere normaler Mensch. Und ja, ich möchte jetzt nicht ins Speichermenü gehen und hier das gesamte Spiel schon voll spoilern, weil da irgendwie, weil nicht die Level und die Orte angezeigt werden, wo ich war. Es gibt noch viele andere Speicherpunkte neben diesen hier. Nutze sie oft, um sie, denn sie laden unter anderem deine AP wieder auf. Möchte ich auf Screen mal gucken. Speichern. Beeil dich, Roxas. Mit mich nicht mal abholen kommen. Irgendwann komme ich schon nach. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich komme. Da. Auf zur Einkaufspromenade. Ich einfach verschwunden. Eine Karte von Twilight Town bekommen. Kann ich jetzt bitte hintere Gasse? Ich will die Kamera ändern. Warte mal, hat sich das jetzt geändert? Nee, hat's nicht. Ja, warte mal, kann ich auch da ein Skateboard? Alle warten auf der Einkaufskombinade. Oh nee. Ja. Ich erinnere mich auch, dass ich mit dem Skateboard immer so hochgesprungen bin. Just 2 days to go. You and I have to make the finals. That way, no matter who wins, the four of us split the prize. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get him. It's a promise. Alles klar. Also dann, wollen wir mal sehen, was uns das alles kostet. Eine Fahrkarte bis zu mehr kostet 900 Taler. Wie viel macht das für uns vier? Ist das teuer. 3600 Taler. Und 300 als Taschengeld für jeden. Was macht das? 1200 Taler. Insgesamt also 4800 Taler. Wofür soll denn das Taschengeld sein? Für Brezeln natürlich. Was denn sonst? Dafür erfrischendes Wasser
Wassermelonen. Melonen! Zu teuer, da kostet eine noch 2000 Taler. Dann also Brezeln. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben kein Geld. Wir machen insgesamt 4800 Taler und wir haben nichts. Wie viel haben wir? Also dazu. Also ich habe 800. 650. 150, tut mir leid. 1600 Taler, wir brauchen also noch 3200. Hat er ja gar keine. Wir suchen uns einfach ein paar kleine Nebenjobs und verdienen uns was dazu. Jeder von uns muss 800 Taler verdienen, bis der Zug abfährt. Ja, was das angeht. Wir treffen uns am Bahnhof mit unserem Verdienst. Hätte ich gesagt, wegen des Gilds könnten wir uns um alles, könnten wir ihm alles überlassen. Na egal, die Vorfreude auf die Brezel motiviert genug. Brezel! Jeder muss sie haben. Okay. Kann ich zwischendurch speichern? Das Hauptmenü kann man ja starten, dass geöffnet werden. Yay, betrachte ein starkes Tagebuch und ändere diverse Einstellungen. Das Menü kann nicht während des Kampfes geöffnet werden. Trotz des Tagebuchs enthält Hinweise darauf, was als nächstes zu tun ist. Sowie ein Teil zu vergangenen Ereignissen. Ich will erstmal nur Einstellungen machen. Yay. So. Du, wo bist du? Um nach unten zu schauen, rechten Signal links, links, um nach links zu schauen. Oh, schön. Gut. Kann ich hier zurückgehen und speichern? Da bin ich hier gefesselt. Nein, gut. Also ja, gut. Dann muss ich mal ganz kurz was gucken. Weil... Okay, ich kann nicht speichern, gut. Dann werde ich nämlich jetzt nicht einen Schnitt machen, sondern erstmal zeigen, was hier los ist. Und ja, unsere Aufgabe ist es jetzt, 800 Taler zu verdienen. Dann könnten wir theoretisch die Story fortsetzen. Aber was ich machen werde, ist 2000 Taler verdienen, weil dann kriegt man später Bonusse. Und zwar habe ich noch gar nicht hier. Doch AP. Und zwar bekomme ich dann 2 Bonus AP, wenn ich 2000 Dinger verdiene. Ich glaube, bei 2000 wird irgendwie die Story automatisch fortgesetzt. Und ja. Ich werde dann so viele Taler verdienen, bis ich 2000, kurz vor 2000 bin. Und dann sehen wir uns wieder. Aber nicht in diesem Part, im nächsten Part. Erstmal zeige ich dir, was ich überhaupt hier machen muss. Und zwar nehmen wir erstmal Ballkünstler. Ich suche jemanden, der als Straßenartist berühmt werden will. Ja, pff, sei ein Star. Ja, was wir hier machen müssen, ist einen Ball in der Luft halten. Beeindrucke die Menge, in denen du den Ball in die Luft hältst. Lass den Ball nicht den Boden berühren. Je länger du den Ball in die Luft hältst, desto mehr TA verdienst du. Ja, das ist ein bisschen zeitaufwendig hier. Und ist ehrlich gesagt auch ein bisschen nervig. Oh, sich die Leute freuen. Oh. Oh. Ich glaube, wenn man 100 erreicht, kriegt man irgendwie maximale Geldanzahl. Aber es ist ehrlich gesagt sehr dämlich gemacht. Weil das ist eigentlich nur viel Zeit für wenig Geld hier, was wir hier machen. Ich werde jetzt noch den hier so versuchen, so oft wie möglich in der Luft zu halten. Wenn er runterfällt, dann machen wir nächste. Vielleicht reicht ja noch 100. Ja, 55. Wahrscheinlich kriegen wir noch nicht mal so viel. Ich glaube, wir kriegen nur... Was zum... Was war das denn jetzt? Oh. Wir haben 58. Wie viel kriegen wir dafür? Nicht viel. Ich glaube, wir kriegen noch nicht mal zweistelligen Bereich hier irgendwas. Toll, du bist der Beste. 50 Taler halten. Oh, ich glaube, da ist das Maximum sogar. Ja, das war ein bisschen doof. So, hier. Dann haben wir noch Lieferung bergauf. Ich suche jemanden, der ein paar schwere Sachen für mich befördert. Starke Männer gesucht. Oh. Dann werde ich erstmal einen Titel lesen und dann
So, bring die Lieferung zur Garage am oberen Ende an. Schlage die Lieferung mit einer Waffe vor dir her. Stimmt das Timing, bewegt sich die Lieferung noch weiter nach vorne als regulär. Die Lieferung zu bewegen kann gefährlich sein. Sei vorsichtig. Ach, wat? So, ha. Ja, da du. Ha. Sehr gut. Ich habe auch noch 50, ne? Gute Arbeit. 50 Taler, ja. Das haben wir in 10 Sekunden genauso viel bekommen wie in, weil nicht eine Minute. So, das Beste, wo man hier an Geld kommt, ist natürlich das hier. Hilfe vonnöten. Ich brauche jemanden, der ein paar Briefe für mich austrägt. So, trage alle Briefe aus. Erledige die Aufgabe schnell, um dir 4 Taler zu verdienen. Steuerung lassen wir jetzt mal. Ich muss mit Dreieck eigentlich neu hier Leute berühren. Ja, springen. Ja, wenn man das richtig macht, dann geht das sogar noch schneller. Irgendwie 5-6 Sekunden oder so. Danke, du bist eine große Hilfe. Über 50 Taler bekommen in 7 Sekunden. So werde ich auch das Geld verdienen, indem ich mal diese Mission mache. Ja, aber ich möchte noch kurz mal gucken. Oh, ein Ball. Bring. So, aber hier gibt es auch noch was. Ich glaube, da kann man auch noch Dinger machen, ne? Ich glaube, die sind noch nicht zur Verfügung. Ja, zum Beispiel Help Wanted. Plakatpflichten. Nehmen wir das hier. Poster, ich benötige jemanden, der schnell laufen und Poster an die richtige Stelle aussehen kann. Okay. Suche geeignete Flächen und drücke Dreieck, um die Plakate aufzuhängen. Wenn die Fläche für mehr als ein Plakat habe, drücke Dreieck schnellmals hintereinander. Um mehrere Plakate aufzuhängen, erledige Aufgabe schnell, um viele Taler zu verdienen. Ich glaube, hier kann man sogar 150 Taler oder so bekommen. Oh. Ich jetzt wüsste, wie ich das immer gemacht habe. Ich glaube, so nicht. Wuff. Jetzt ganz. Skateboard. Combo. Boah, die Kamera ist jetzt sehr gut. Ah, ich glaube, das geht schon ein bisschen zu langsam, ja. Okay, da hin. Jetzt bewegt man sich noch so langsam, ne? Wir werden schon sehen, was ich damit meine. Warum komme ich nicht hin? Boah, ich hätte hier hingehen sollen. Egal, 1:03. Fantastisch. Das war's gut bei mir. 100 Taler, hahaha, wie viel haben wir? 300 oder so, ne? 400 schon, wir haben schon die Hälfte. So, Bienenjäger. Auf Bienen sehen. Bienen, überall Bienen. Hey, der klaut hat von mir. Ich brauche jemanden, der sich um diese Plage kümmert. Okay. Erlege sich der Bienen. Vorsicht, wenn die Bienen stehen bleiben, greift sie an. Erlege Aufgabe schnell, um 4 Taler zu verdienen. Hier nicht auch Erfahrungspunkte. Hier nicht, ne? Au. Eine Kombo, um Bienen zu erledigen. Komm her. Hey. Zack. Oha, ich mache mir einen Schaden vielleicht. Ja, geblieben. Auf Leben und Tod mit Bienen kämpfen. Oh. Ah, naja. Was? Du. Ja, letzte Ding ist Müllentsorger. Sauber Männer vor. Welche mir dabei diverse Gerümpel fachgerecht zu entsorgen. Ja, fachgerecht ist was anderes, aber
So den gesamten Müll, der herumliegt. Wenn du nach dem Müll schlägst, schleudere ihn auf anderen Müll auf. Je weniger Stege du brauchst, um alle Müll aufzusammeln, desto mehr Taler kannst du verdienen. Ja, das wird jetzt aber ein bisschen zu lange dauern. Deswegen mache ich einfach den hier. Oh, 10 Schläge, das ist glaube ich nicht gut. Man könnte ja eigentlich locker irgendwie die ganzen Dinger ja gegeneinander schieben und dann wäre besser, aber egal. 50 Taler halten, ja, geht doch. Die Leute hier irgendwie Rekord und also was aufstellen. So, gibt's hier schon Schatz und so, aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich glaub, da oben war eine. Egal. Ich würde erstmal sagen. Oh mein Gott! Wupp, Dreieck. Wenn ich auf dem Ding draufstehe, dann geht das schneller. Ha! Würde ich mal sagen, ich beende den Part hier. Wer hat 2000 Dinger verdienen, weil danach kriege ich einen AP-Bonus. Und ja, den werde ich natürlich nicht wegwerfen, weil der ist einmalig und den kriegt man auch sonst nicht anders. Deswegen wäre es auch besser, den zu holen. Ne? Macht Sinn. Und oh Gott! Deswegen, ja, sehen wir uns dann, wenn ich die 2000 Taler zusammen gefercht habe. Wenn euch das Projekt hier, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben, einen Kommentar, ein Abo, ein Favorit, was weiß ich. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ah!